Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani RoyalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 im Nuka World DLC. In der letzten Folge haben wir im Galactic-Dingen hier voll auf die Fresse bekommen, im Galactic Zone. Und ja, dagegen musste ich was ändern. Ich habe wieder mal ein bisschen den Glitch ausgenutzt, um zu leveln. Ich bin jetzt Level 150 und habe jetzt 41 Punkte, die ich verbrauchen kann. Also mach mal das, weil das geht mir langsam auf die Nerven, dass wir immer noch so auf die Fresse kriegen. Und ich werde jetzt alle Sachen, die mir offensive Sachen geben, also alle Perks, die mir offensive Bonusse geben, nehmen. Zum Beispiel hier Revolver, nicht automatisch Pistolen, verursachen 60% mehr Schaden, haben eine größere Reichweite, können Gegner entwaffnen. Wenn man schauen, den Gegner ans Waffen können sogar einen Körperteil verkuppeln. Okay, gucken wir mal. Freund des Ödländers hat jetzt 45. Guck mal, was jetzt passiert. Eine Sekunde. Ah, muss jetzt im Automat speichern. Ich kann nicht mehr. 65, okay. Ich mach jetzt einfach so. Dann hier, erste Liga, Nahkampfwaffen. Vor allem die ganzen höheren Level haben alle immer noch irgendwelche geilen Effekte, anstatt nur den Schaden zu erhöhen. Gegner zu entwaffnen, ja. Mehr Schaden treffen alle Ziele, die sich vor dir befinden. Okay. Schön, dann schaust du den Gegner zurück, um ihn sauber den Kopf abzutrennen. Ja. Nehmen wir das. Gewehrschütze, Angriffe mit nicht automatischen Gewehren. Tun Rüstungswert ignorieren, ja. 25 Rüstungswert. 30% Rüstungswert. Und bessere Verkuppelung, ja. Und was noch? Alles Offensive nehmen wir jetzt. Schwere Waffen hier. Sind aus der Hüfte noch treffgenauer. Den Gegner zum Taumeln bringen. Verursachen doppelten Schaden, ja. Du hast zwischen 18 und 6 Uhr gesund. Mehr Gesundheit, das ist nicht so wichtig. Ich brauche nur Schaden im Moment. Wenn wir hier noch irgendwas, ich kann ja auch auf Level 9 auch schon ein paar Sachen bringen. Kann ein Ziel zu Boden werfen. Halten 5 im VTS, okay. Was gibt mir denn noch Schaden? Ja, Treffer im VTS hat eine Chance, eine kritische Leiste zu füllen. Das hätte ich vielleicht noch gerne. Wie viel haben wir denn noch? 29, okay. Ich bringe alles mal auf Dingens hier auf 9. Ich habe die meisten Statuswattepuppen, also ja. Müsste eigentlich, weiß nicht, okay sein. Die Intelligenzwackelpuppe. Ich habe schon, ich kann schon eigentlich einige Sachen hier auf 20 bringen. Bringen wir erstmal alles auf 9 hier. Also Glück, Bams. Jetzt meine kritische Trefferchance jetzt höher. Ja, der Balken tut sich schneller erfüllen. Schleichen ist jetzt nicht so wichtig. Intelligenz geht leider nicht mehr. Charisma auf 9, Ausdauer auf 9 für mehr AP, mehr VTS Treffsicherheit, mehr Schaden und mehr Tragen. Aber was haben wir hier alles? Außerdem wird zu den Waffen und unbewaffneten Nahkampf 25% mehr Schaden. Denn verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert. Ziehe mit der Waffe auf einen Ödland-Kreatur mit einem niedrigen Level und halte eine Chance, sie zu beruhigen. Kannst du sie zum Angriff aufstacheln, Anweisungen geben, okay. Ich würde mal gerne das hier nehmen. Das ist wieder so was, wieder mysteriöse Fremde, nehme ich an, ne? Ja, Treffer am VTS hat jetzt noch höhere Chance, einen Balken für kritische Treffer zu füllen. Nehmen wir das doch. Bams. Was ist das hier? Schützt du einen Gegner im VTS, besteht eine Chance von 15%, dass deine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden. Nehmen wir das doch mal. Er ging voll überpowered. Alles so VTS-Sachen. Dann kritische Treffer aufsparen, um ihn in Zeiten der Not im VTS einzusetzen. Also warte mal auch. Mehr kritische Treffer, warum nicht? Alle Glücks, wir haben alle Glückssachen hier, außer die Sachen zum Sammeln. Na, was noch?
Mehr Gesundheit nachts. Strahlungsresistenz. Alkoholabhängig. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Können mehr Gegenstände tragen. Warte mal, ich habe ja noch unbewaffnet, ne? Für meinen Falkenpunch. Nehmen wir das noch. Tekken. Ich weiß, voll ein bisschen unfair, aber wir haben schon 300 Parts, also irgendwann. Warum habe ich das hier eigentlich noch nicht? Schneller heilen. Automatische Waffen, okay. Nehmen wir auch mal. Wuff, wuff, wuff. Aber ich bin jetzt schon 300 Parts drin in dem Spiel. Langsam reicht es aber auch so. Schleichen. Schwer zu entdecken. In der Tarnung führt dazu, dass eine Spur verlieren. Okay. Das heißt ja dann auch eher Dingens, ne? Kritische Treffer machen. So. Schleichangriffe meine ich. Wenn ein Gegner explodiert, können Gegner in seiner Nähe dasselbe Schicksal erleiden. Ja, mach mal dann noch. So, guck mal, wie sich jetzt hier aussieht. Oder Power, der speichert schon wieder. Ich kann nicht mehr so viel Spielstände machen. Ich habe keinen Platz mehr für Spielstände. Ich habe zu viele anscheinend. So. Wenn ich jetzt nicht die Gegner locker fertig mache, ne? Das Gefühl, ich werde immer noch Probleme haben. Ich habe die Splatterkanone gekauft hier vom Markt von Luca World. Weil, ja, warum nicht? Ich habe ich jetzt eigentlich 1228, okay. War ich aber irgendwie so eine Massen Panik ausgelöst beim letzten Mal. Und buff, buff. Deswegen muss ich ja noch mal den Markt hier erkunden. Und so ein bisschen Munition und so was alles da eingesammelt. Ich kann ja da alles umsonst nehmen. Hier schon wieder respawnt die Gegner. Ich mache immer noch voll wenig Schaden. Obwohl irgendwie nicht. Tu meine Begleiter eigentlich mitleveln. Das wäre natürlich optimal. Wenn ich dann schon wenig Schaden mache, dann sollen die vielleicht hier mal ein bisschen mehr Schaden machen. Wo es gibt ja noch so eine Perk, die meinen Schaden erhöht auf den höchsten Rang. Wenn ich alleine durch die Gegend ziehe, das sollte ich vielleicht mal nehmen. So, wir sind hier wegen so Medaillen oder Raumanzügen, glaube ich, ne? Oh, Starport Luca. Das hier ist für den Star Control, okay. Ich lass mich raten, hierfür brauche ich die Dingens. Das ist eine Power Armor. Dafür brauche ich bestimmt die Starkerne. Alter, wie viele Gegner sind denn da? Sind die jetzt alle wieder gespawnt? Leveln hat gar nichts gemacht. Ja, ich tue, mir fällt gerade auf mit einer Dingen zwischen Gegend laufen mit einer Energiewaffe. Das ist die einzige Waffe, die nicht aufgelevelt werden konnte. So, was ist das? Das ist die beste Power Armor hier. X noch irgendwas. Aber ich komme da nicht rein, verdammt. Irgendwie gar keinen Sinn. Alter, wie viele Gegner sind denn hier? Ob der Schleim out. Da kommen die, weil ich hier reingekommen bin. Keine Starkern gefunden. Ich finde mindestens einen Kern, wenn ich um den Notfall Betriebsmodus. Hallo? So wäre ein Starkern. Ja, muss ich die irgendwo. Oder mehrere. Kann Anzahl nicht aus. Kontrolle. Was? Wir verwundeten Roboter zu den Notfallprogrammen werden nach der Installation weitere Starkerne.
Okay, ich muss 20 Stück von denen haben. Auf dem Markt war übrigens auch noch einer, den ich natürlich mitgenommen. Lass mich raten, dadurch komme ich an die Power Armor oder was? Mein Gott. Marks Aufzeichnung. Hi Mark. Ingrid und ich haben vor 3 Wochen Star Control und die neuen Roboter in der Galactic Zone aktiviert. Heute habe ich an einem Lukatron gearbeitet, als uns plötzlich diese verdammten Kinder habe ich auch keinen mehr schon beschossen haben. Natürlich war die ganze Hardware voll mit Limo. Der Lukatron sprang nach vorne und zielte mit seiner Düse auf einen der Jungen. Ich war mir sicher, dass er das Militärprotokoll ausgelöst hatte und wir alle sterben würden. Sind die alle ja eingezeichnet? Ich glaube nicht, ne? Bemerkt. Weiter kam der Lukatron also nicht, denn das System hat ihn selbstständig abgeschaltet. Mann, war ich erleichtert. Trotzdem glaube ich, aber nicht die exakte Anzahl hier sein. Wird wahrscheinlich irgendwie ein paar mehr oder so sein. Mehr ist, als es den Anschein hat. Ja, wieder was zum Sammeln, ja. Okay. Da draußen, mein Gott, der geht einfach hier rein und tötet die nicht. Man so an die Power Armor ran, ich glaube ja, ne? Macht aber irgendwie gar keinen Sinn, weil ich glaube, die Power Armor, die ist doch erst. Ich nehme an, das ist hier noch vor Kriegszeit und da war noch gar nicht diese Power Armor entwickelt, glaube ich. Als wüsste ich, was zu tun ist, wenn ich was gefunden hätte. Hallo? Was? Mein Gott, warum ist das hier verschlossen? Wie schön. Komm her. Boah, boah. Was? Wo kommst du denn her? Wie null. Oh, ich habe da Sternchen. Ja, ich nehme an, das bedeutet, ich kann mit Treffer dabei. Boah. Jetzt ist meine Aktionspunkte wieder voll. Wurf. Schon wieder. Ich glaube, ich habe irgendwie meinen mangelnden Schaden irgendwie umgangen. Hi, was willst du denn? Mich mit einer Strahlenwaffe hier anschießen. Salat. Und wie viele Gegner hier noch sind, ne? Boah, ich hasse das. Wenn so was passiert. Guckst über so eine Mauer, aber du triffst immer verdammt nochmal die Mauer. Habe ich den? Ja. Die explodieren, ja gut. Okay. Hab ich dich? Nee. Schießt irgendwann auf uns. Oh. Ja, da müssen wir rein. Starlight. Ah, Starlight Glimmer. Was machen die hier? Bah. Okay, dann nicht in den Nahkampf. Kommt denn der schon wieder her? Eigentlich der Durstlöscher. Alter, was sind das für Waffen? Fällt gerade auf, ich habe die Perk, mit der ich aus. Was? Kann ich hier alles wieder einschalten oder was? Ja, ich geh mal da im einen Ding rein. Wie kommt man denn hier raus? Wenn ihr arbeitet, wie kommst du denn da aus diesem Kasten raus? Wir sind da drin geboren worden, oder wie?
und werden da drin sterben. Hey, wie in Fallout 3. In Vault 101 wirst du geboren und sterben. Jeder, der im Vault 101 geboren wird, stirbt auch in Vault 101. Na, okay, hier steht sogar, wie viele hier sind. Was wäre dieser eine Film? Boah, diese blöden Geschütze gehen mir auf den Nerven. Oba, halt. Warte, Sound ist gerade weggegangen. Eine Sekunde. Oh, hallo, Barkeeper. Du bist ein Barkeeper. Wir sind nicht auf dem Arm. Nee. Was schießen die andauernd? Wo ist mein... Ich habe auch echt beschissene Waffen dabei. Aber ich nehme an, ich krieg auch ein paar geile hier im Laufe der Zeit. Ich den Fusionskern treffen natürlich nicht, ne? Ups. Ich habe noch einen, oder? Das sieht man irgendwie gar nicht richtig. Immer an der Stern bedeutet, ich habe noch einen. Aber ich habe eine Idee. Die sofort, die könnte klappen. Aber da ich ja so gut schleichen kann, wie ein verdammter Astronaut mit Weltraumschuhen, bringt es irgendwie nicht so. Na gut, ich habe viel AP und kann nicht so schnell drauf gehen. Wollte ich sagen. Boah. Ey, diese blöden Geschütze, ne? Ich will mich hin. Gehst du aus dem Weg? Muss Doc Brother eigentlich schon wieder? Ey, wie schnell verreckt er eigentlich? Ey, die Level hier bringen überhaupt nichts, habe ich das Gefühl. Alter, schon wieder Geschütze. Warum sind hier überall Geschütze? Das ist auch kein Vergnügungspark hier, was die hier machen. Das ist ja voll die Militäranlage, habe ich das Gefühl. Ich meine, diese Militäranlage, in der ich am Anfang war, war so beschützt worden. Ne? Das ist ein verdammter Freizeitpark hier. Freizeitparke sind Serious Business, oder wie? Ja. So stärker kann ich leider nicht mehr werden. Das ist jetzt das Problem, ne? Ich kann meine voll überpowerten Waffen aus Fahrer und so mitnehmen, aber das ist auch schon gescheitert. Ich tue ja schon den Glitch benutzen hier. Ja. Kann ich hier das halbe Spiel durchschieben. Ja. Also ein ganz kleines bisschen Herausforderung will ich auch noch. Ich hoffe, ich kriege ja auch geile Waffen. Das wär's. Eine Waffe habe ich gekauft, aber... Boah. Blöde ist. Noch einer war. Ich habe keine Munition dafür, das ist ja blöde. War irgendwie 76er Millimeter Munition. Oh, eiskalte Nuka-Cola. Aber wo kommst denn du jetzt schon wieder her? Ja, ist gut. Ich hätte mir die kaufen können, glaube ich, aber ne. Noch kein Geld aus. Umkochen. Ach, jetzt irgendwie gar nicht darauf. Haben die, tun die jetzt wirklich so schneller heilen? Ich nehme an, ja, ne. Also, der sieht mich nicht im ersten Moment mal.
Warte, man muss ja nicht abkühlen. Muss ja nicht wie die normalen ab. Boah, ich komme an den nicht vorbei. Er muss doch wie die anderen abkühlen, oder? Wieso werde ich von hinten schon wieder? Ja, genau da. Naja, ist der Fusionskern. Was ist das? Was? Normalerweise verrecken die sofort. Den auf den Arm nehmen. Technologie gegen Fantasy. Oh. Ja, schon du da oben halt die Schnauze. Oh. Alter. Sind jetzt schon wieder hier. Die Schnauze. Aber ich baller mehr mit dem Ding hier rum. Wir gehen die Gegner wenigstens kaputt. Ey, wie in jedem Raum hier so ein blödes Geschütz ist. Was hat der denn hier gemacht? Wir machen das wieder zu und zu, sonst hätten wir das nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich neue so Werkzeugkoffer und also was öffne. Da ist eigentlich nichts mehr so drin, was mir das Spiel vereinfachen könnte oder so, oder was mir was bringen könnte. Vor allem, ich nehme jetzt auch gar keinen Müll mehr mit und so. Jetzt bist du wieder da. Ich könnte dich schlagen. Ich brauche allgemein keine Sachen mehr. Ich tue nicht kaufen oder verkaufen. Außer wenn ich Geld wieder reinbekommen möchte. Also eigentlich, boah. Eigentlich brauche ich nichts mehr einsammeln. Müsste eigentlich nur durch die Gegend rennen und alles töten. Da ist noch einer. Bams. Wenigstens wird da angezeigt, wie viele neue sind. Was ist das denn? Ein Void-Rezept. Noch ein Rezept. Kann ich die an alle herstellen später? Ja, ne. Das ist nicht das erste Rezept, das ich eingesammelt habe, glaube ich. So, noch einer. Hier ist ein Aufzug. Einer fehlt noch. Na, warte mal da oben. Warte mal, was habe ich eigentlich noch mal weggepackt für den Durstlöscher? In meiner ganz rechten Sache. Okay. Ja, die habe ich auch gefunden. Im Markt eine Überzeugungsgranate. Keine Ahnung, was die macht. Wenn man den gegen irgendjemanden überzeugen oder auf meine Seite ziehen, irgendwie sowas. Warte mal, was fehlt mir noch? Ich hatte mal irgendwann eine Waffe hier rausgeholt für den Durstlöscher. Ein Escher. Ach so, die Minigun, die habe ich ja auch noch. So, hier müsste der letzte da sein, ne? Letzter Kern. Haben wir schon mal ein Gebiet hier geschafft? In einen Part. Haben wir ein bisschen Fortschritt hier geschafft. Da ist ja oben nix. Coca-Cola Wild. Wo ist ja der Kern, der letzte? Das soll hier oben sein. Das ist nicht der gleiche Aufzug wieder hinten. Achso, da ist gar keiner. Ich dachte. Ah, jetzt hier aber. Bist du ein Techniker? Oh. Also gefühlt liegt auch ein bisschen daran, weil die Roboter sind. Roboter sind nicht so einfach zu erledigen.
Wenn ich gegen Ghoul oder so kämpfen würde, hätte ich, glaube ich, weniger Probleme. Die haben noch ihre blöden Rüstungen, also was brauche ich da mal an? Stimmt, meine Pistolen tun jetzt die Gegner staggen, also betäuben. Worauf? So, letzter Fusionskern, Fusionskern, Starkern meine ich. Dann öffne ich jetzt nicht. Plasma-Granate. Ich wollte eigentlich die technischen Dokumente einsammeln, aber okay. Halloween steht vor der Tür. Ne, ist gerade vorbei. Noch zwei. Nuka Monster, Atom hintern, der gelbgrün Schleim, was zu Tode geschleimt. Ah, die Fortsetzung. Die Beste mit den 1000 Augen. Der Tod singt ein Lied. Der gelbgrüne Schleim, jetzt wird geschleimt. Oh Gott, überall Blut. Von Insekten verspeist, mein Mann der Mutant. Der gelbgrüne Schleim 3. Schleim zahlt sich nicht aus. Die Rache des Fischmanns. Woche 4. Massaker am Nuka Valley. Die Bombe fällt im Mitternacht. Der gelbgrüne Schleim 4. Krieg des Schleims. Armageddon Orama. Die Filme will ich sehen. Hm, was soll ich das jetzt? Wo ist der letzte Kern hier? Ich habe das Gefühl, ich habe hier was verpasst. Alles kommen. Möchte ich auch noch haben, den letzten. Stehe ich die Tür und sehe so. Nein! Nein! Okay. Mach die Tür auf. Was? Hallo? Mach die Tür auf. Boah. Vor allem nach unten. Hallo? Ach, hier ist das Starkern. Boah. Ich glaube, versuchen wir nochmal. Was? Ach, auf der anderen Seite. Boah. Der war auf der anderen Seite der Ausgang, ne? Hui. Also, du stehst natürlich direkt da. Und dann haben wir das Gebiet hier abgeschlossen anscheinend. Ja, gut. Dann können wir ja zum nächsten Gebiet gehen. Anscheinend müssen wir Starkerne hier sammeln. In den nächsten paar Parts. Habe ich kein Problem mit. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.